Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke und in der heutigen Folge geht es im Wesentlichen um die Reinigung eines Trommelfilters im Herbst. Wie ihr hier schon so ein bisschen seht, sind wir heute mal in meinem Garten und ich werde gleich zum Trommelfilter gehen und euch mal zeigen, wo der meiner Meinung nach größte Schwachpunkt von den Trommelfiltern ist. Aber vorher werde ich euch jetzt zeigen, warum in meinem Garten das ein Problem darstellt. Wie ihr sehen könnt, gibt es in meinem Garten Laub, Laub und noch mehr Laub. Die wesentlichen Übeltäter für diese Situation sind diese beiden Ahornbäume. Und ja, wenn ihr so seht, hier ist noch ein kleiner Ahorn, dann haben wir da einen Hasel. Da hinten haben wir wieder zwei Ahorne. Die sorgen halt dafür, dass es hier unendlich viel Laub gibt in meinem Garten. Und dieses Laub landet dann natürlich auch zu großen Teilen in meinem Trommelfilter und natürlich auch über den Skimmer und über die Bodenabläufe eben entsprechend im Teich. Jetzt haben wir schon Glück, es war nicht stürmisch, deswegen ist der Skimmer frei. Ansonsten würden da jetzt auch Tonnen von Laub drin sein. Jetzt gehen wir mal rüber zu meinem Trommelfilter. Meine Filtertechnik befindet sich ja hinten im Garten. Dort seht ihr die Hütte und unter dieser Hütte ist die gesamte Filtertechnik verborgen. Hier vorne sind drei Klappen im Boden. Und unter diesen Klappen ist einmal der Einlauf, dann der Trommelfilter und dahinter der Abgang unter diese Filtertechnik, wo dann auch die Rücklaufleitungen sind. Jetzt habe ich hier die Klappen geöffnet und jetzt seht ihr hier sehr schön die Zulaufleitungen. Da unten drin kommen eben entsprechend die drei Leitungen an. Das ist einmal der Skimmer und die zwei Bodenabläufe und dann geht es hier rein in meinen Hydrotec Trommelfilter. Die Abdeckung habe ich mir mal nachträglich machen lassen, weil da war ursprünglich eine Abdeckung aus Metall drauf und die war mir einfach zu schwer. Und dann habe ich auch gleich diese Abdeckung noch erweitert und habe mir zwei Klappen machen lassen, um besser an die neuralgischen Stellen dran zu kommen, ohne immer alles aufmachen zu müssen. So, zwischenzeitlich habe ich die Abdeckungen geöffnet und ihr seht jetzt sehr schön, dort ist die Trommel zu sehen, hier ist der Düsenstock und die Bajonettverschlüsse. So, die Spülung habe ich jetzt abgewartet, weil da hättet ihr eh kein Wort verstanden. Und wie ihr vielleicht festgestellt habt, läuft meine Spülung momentan relativ lange. Und das Ganze hat einen Hintergrund. Denn wenn ihr seht, dort ist die Spülrinne. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen darzustellen. Und durch das lange Spülen habe ich einfach den Vorteil, dass viel mehr Wasser dort fließt. Und die größere Menge Wasser natürlich auch einen Spüleffekt hat für meine Rinne. Und ihr seht auch trotzdem, dass ich das mache, liegt da jede Menge Laub. Und dieses Laub führt halt mit der Zeit dazu, dass sich genau hier am Einlauf ein Haufen bildet. Und dieser Haufen, wo praktisch die Rinne in das Ablaufrohr übergeht, das ist dieses Rohr, dort verstopft es sich dann halt irgendwann. Ich muss sagen, das ist im Herbst leider so, dass ich, wenn es eben dann auch noch stark stürmt und wenn die Bäume das Laub abwerfen, im Grunde hier jeden Tag einmal nachschaue. Aber das ist eben auch die einzige Zeit im Jahr. Ansonsten seht ihr hier noch eine weitere Spülleitung. Die habe ich mir extra gemacht, um nochmal separat in die Rinne, dort seht ihr die Düse, sprühen zu können und hinten am anderen Ende auch nochmal zusätzlich die Rinne spülen zu können. Selbst mit dieser Maßnahme, die ich mal nachgerüstet habe, ist es nicht möglich, ohne eine händische Reinigung des Laubes sicherzustellen, dass der Trommelfilter sich nicht zusetzt. Aber damit kann ich super leben. Das ist einmal im Jahr für ein, zwei, drei Wochen, wo man eben regelmäßig schauen muss. Und ansonsten ist das Einzige, was ich bei meinem Trommelfilter mache, eben hier die Bajonettverschlüsse lösen, mal die Düse rausholen und nachschauen,
ob die sich zugesetzt hat. Wieso, beziehungsweise nachschauen brauche ich gar nicht, weil solange das Düsenbild, das Sprühbild in Ordnung ist, weiß ich auch, dass da alles läuft. Und das habt ihr eben gesehen, alle Düsen haben ein schönes Düsenbild, ein Sprühbild, und damit weiß ich auch, alles ist in Ordnung. Das schaue ich normalerweise einmal im Monat nach und damit bin ich dann im Grunde auch schon fertig. Mein Trommelfilter läuft nur noch mit einer Zeitsteuerung, weil ich mit den Jahren feststellen musste, dass die Niveausteuerung, wo der Trommelfilter praktisch in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad spült, mir zu anfällig war und ich einfach mit dieser Zeitsteuerung hier wirklich übers ganze Jahr einen problemlosen Betrieb realisieren kann. Ja, das war es schon zu dem Thema. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Wenn es dazu weitere Fragen gibt, bitte immer gerne über die üblichen Kanäle. So, der Trommelfilter ist nun wieder sauber und ich hoffe noch ein, zwei Mal und dann haben wir es für diesen Herbst schon wieder geschafft. Wie gesagt, das ist eigentlich die einzige Zeit im Jahr, wo man wirklich mal mehr Aufmerksamkeit auf den Trommelfilter legen muss. Ansonsten beschränkt sich die Kontrolle auf die Düsen, dass man nachschaut, ob die zu sind oder offen, und auf das Filtervlies, was ich na, so ein, zweimal im Jahr mit Salzsäure reinigen muss, damit es wieder komplett offen ist. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal, euer Robert Jungnischke.